Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, hier vorzutragen. Jetzt gibt es eine gewisse Pause. Ich war jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren hier nimmer am Podium. Muss mich also wieder dran gewöhnen. Es sind lauter neue Gesichter. Es gibt wirklich vielleicht 10 Leute hier im Raum, bis auf den hiesigen Stamm, die ich überhaupt kenne. Also bin ich gespannt, wie die Interaktion zwischen Publikum und mir so werden wird. Ich habe meinem Vortrag ein Wort von Nietzsche vorangestellt, das heißt, die Liebe zur Macht ist der Dämon der Menschen. Wie immer nützt der Rückgriff auf die Etymologie dem gedanklichen Erfassen eines Phänomens. Der Begriff Manipulation ist aus dem Lateinischen ein Kompositum aus Manus, Hand, und Plere, füllen, wörtlich also eine Hand voll haben oder etwas in der Hand haben. Übertragen, Handgriff, Kunstgriff und bedeutet im eigentlichen Sinne Handhabung und wird in der Technik, zum Beispiel die Manipulation eines Gerätes oder eines Hebels, auch so verwendet. Zu unterscheiden wären zunächst A, Manipulation in der direkten Interaktion, also zwischen zwei Menschen, B, Manipulation im Sozialen und als drittes die Wissenschaft der Manipulation als Kriegswaffe. Und danach gehe ich ans Eingemachte. Manipulation ist das ureigene Wirkprinzip dessen, was die christliche Tradition die Dämonen nennt. A. Ein Mensch wird dann als manipulativ beschrieben, wenn er das Vertrauen, das ein anderer in ihn setzt, missbraucht. Der Witz des Vertrauens ist allerdings, wie der Systemtheoretiker Niklas Luhmann geschrieben hat, in einem Buch 1979 Titel Vertrauen, dass man gerade demjenigen vertraut, von dem man nichts weiß. Nicht etwa demjenigen, von dem man eh schon alles weiß und weiß, dass er lieb und nett und auf der eigenen Seite ist. Um ihm überhaupt zu vertrauen, muss man ihm ohne Kenntnis seiner moralischen Qualitäten einen Vorschuss geben. Wer vertraut, setzt voraus, dass der andere ihn nicht belügt, nicht täuscht und nichts bezweckt, was nicht beiden bekannt ist. Wer manipuliert, hat den anderen in der Hand, weil er die Zwecke setzt, denen der andere ohne Wissen darüber ausgesetzt ist. Der Manipulationsbegriff geht also grundsätzlich in jeglicher Verwendung davon aus, dass der Mensch einen eigentlich freien Willen hat. Andernfalls gäbe es kein Kriterium für den Missbrauch dieses freien Willens. Lüge und Täuschung allein sind noch keine Manipulation, weil sie sich nicht auf den Willen des Belogenen oder Getäuschten richten, sondern auf dessen Denkvermögen bzw. auf dessen Sinne. Ich belüge jemanden, damit er etwas Falsches glaubt. Ich täusche jemanden, damit er etwas Falsches wahrnimmt. Damit der Wille eines Menschen außer Kraft gesetzt werden kann, muss der Manipulateur bei den Gefühlen des Opfers ansetzen. Er muss also wissen, um dessen Triebe, dessen Schwachstellen, dessen emotionale Erregbarkeit, dessen Ängste und was es an Unbewusstem noch so alles gibt. Manipulation unter Anwesenden, damit ist nicht unbedingt das Zwiegespräch Angesicht zu Angesicht gemeint. Es geht also auch am Telefon oder jedenfalls gemeint ist damit erst einmal die Interaktion zwischen zwei Menschen. Spielt sich, darauf werde ich nachher noch zurückkommen, grundsätzlich in einem Dreieck von Denken, Fühlen und Wollen so ab, dass A, also der eine, mittels bewusstem Zugriff auf das unbewusste Fühlen von B, dessen Willen lenkt. Woraufhin das Denken und das Handeln sich, ohne dass B das bemerkt, den Interessen oder Zwecken von A unterordnet. Direkt den Willen von B zu steuern, vermag A nicht, eben weil B das merken würde. Manipulation ist daher verschieden von Zwang, denn Zwang ist die Beeinflussung der Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit eben gegen den erklärten Willen des Handelnden. Dies alles ist im Prinzip vorauszusetzen, um soziale Manipulation zu begreifen, also solche, die das Zweierverhältnis überschreitet und sich auf ganze Gruppen richtet. B. Der Psychoanalytiker Arno Plack hat in seinem damaligen Bestseller mit dem Titel Ohne Lüge leben, 1979,
eine allgemeine Definition von Manipulation im gesellschaftlichen Gebrauch gegeben. Und der hat geschrieben, Zitat, Manipulation, das ist die Steuerung von Menschen mit Mitteln, die ihnen nicht bewusst sind, zu Zwecken, die nicht die ihren sind, aber ihnen als die ihrigen erscheinen sollen. Politik ist bekanntlich mit Carl Schmitt gedacht die Sphäre der Macht, in der Freund und Feind geschieden werden. Macht zu haben bedeutet, die eigenen Interessen gegen die Interessen des Feindes notfalls mit Gewalt durchsetzen zu können. In der Sphäre der Politik ist grundsätzlich jedes Mittel recht, der Zweck der Macht heiligt es. Jeder moderne Staat, so Schmitt, ist auf politische Theologie angewiesen. So nennt er die Markierung des Feindes als böse. Dadurch, sagt Schmitt, wird der Staat nach innen geordnet und nach außen mobilisiert. Anders als rohe Gewalt ist Politik durch einen hohen Grad an Vernunft gekennzeichnet. Das Böse bedarf sozusagen der List und nicht der Keule. Selbst die scheinbar weit vom bösen Feind entfernte Konkurrenz zweier lokalpolitischer Kandidaten folgt dieser Logik. Wer sich in das Feld der Politik begibt, beginnt von der Macht zu naschen. Die dritte Versuchung Christi in der Wüste gilt allen Reichen der Welt mit ihrer Pracht, die er dann gewänne, wenn er sich dem Teufel unterwerfen würde. Dass Politik sprichwörtlich den Charakter verdirbt und Psychopathen anzieht, zeigt nichts weniger, als dass ihr eigentliches Wirkprinzip das Böse ist. Die Existenz guter Herrscher und vernünftiger Politiker, die es zweifelsohne gab und gibt, erklärt sich daher, dass diese den Verlockungen der durch den Zweck geheiligten Machtmittel so selten wie möglich nachgeben. Totalitäre Systeme sind unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass in ihnen die Politik den gesamten Alltag und jeden Lebensbereich durchdringen will. Es darf keinen machtfreien Bereich geben. Jeder Mensch ist tendenziell in den Fängen der Versuchung der Macht und nicht nur diejenigen, die nach außen hin sichtbar Politik betreiben. Denunziationsbereitschaft, Normopathie und Gefügigkeit, neudeutsch nennt man das wohl Compliance, Blockwartverhalten und strategische Nutzenmaximierung sind die erkennbaren Wirkungen. Dieser Sachverhalt betrifft nicht nur unsere Politiker, sondern jeden Menschen qua Menschsein. Jeder ist korrumpierbar und verführbar. Wenn also ein politisches System in alle Ritzen dringt, dann steigt die Gefahr dieser Verführung. Und insofern der Mensch Triebwesen ist, kann er ihr allein nicht widerstehen und kippt bald in diese, bald in jene vorgefertigte Kampfpose. Die Religionsphilosophin Simone Weil hat das Soziale als das große Tier aus der Johannesapokalypse bezeichnet. Im Kollektiv gerät nämlich der einzelne Mensch in Mechanismen hinein, die seinen Willen steuern, die ihn von sich selbst notwendig entfremden müssen, die ihn letztlich in das Böse hineinziehen, weil er seinen Willen aufgibt und stattdessen dem Willen der Gruppe folgt. Die Klassiker der politischen Manipulationstheorie sind vom Professor Dirsch gestern schon angesprochen worden, deswegen brauche ich sie hier eigentlich nur noch einmal summarisch aufzulisten. Also Gustave Le Bon's Psychologie der Massen 1895, Walter Lippmanns Die öffentliche Meinung 1922 unter dem Titel Public Opinion publiziert und die beiden unter dem Titel Propaganda erschienenen Werke von Edward Bernays 1928 und Jacques Ellul 1962 beschreiben die Lenkbarkeit größerer Menschengruppen aufgrund der psychologischen Prozesse, die in Gruppen ablaufen. Begeisterung, Devotion gegenüber Anführern, Sündenbock- und Blitzableiterphänomene, soziale Mythen, Gruppendruck, Normierung und Nivellierung, Erzeugung von kollektiven Psychopathologien und so weiter. Zeitgleich, also in den 20er, 30er Jahren, beschrieben Erik Vögelin und Karl Christian Brie, der eine Titel heißt Politische Religion 1938 von Vögelin und der Titel von Christian Brie heißt Verkappte Religionen, das Funktionieren säkularer Kulte, die sozusagen Religionsersatz oder Pseudo-Religionen sind im Politischen.
Die geschilderten massenpsychologischen Mechanismen sind perfekt ausnutzbar in der Werbung, in der Wirtschaft, in der Kulturindustrie, in der Erziehung und in der Politik. Walter Lippmann hat in Die öffentliche Meinung nüchtern erklärt, dass eine Demokratie stets aus zwei Klassen bestehe. Da gibt es die sehr kleine Klasse der Spezialisten, heute würde man sicher sagen die Experten, und auf der anderen Seite die große Herde. Er spricht tatsächlich von der Herde, the herd. Und er sagt, diese Spezialisten analysieren die Lage der Nation und treffen Entscheidungen auf politischer, wirtschaftlicher und ideologischer Ebene. Und die Herde sind die ihr überlassenen Handlungsobjekte. Nach Lippmann müssen die Spezialisten vor deren, Zitat, Getrampel und Gelärm, so heißt es jedenfalls in der deutschen Übersetzung, geschützt werden. In einer funktionierenden Demokratie hat die Masse der Menschen laut Lippmann lediglich die Befugnis, die Spezialisten zu wählen und den Rest der Zeit mit Grasen zu verbringen. Das erinnert gewiss an die gerade in der Corona-Maßnahmenphase ständig rauf und runter deklinierte Schmähformel von den Schlafschafen. Lippmann forderte, dass nur die spezialisierte Klasse für die, Zitat, Herausbildung einer gesunden öffentlichen Meinung Sorge tragen dürfe, weil die Öffentlichkeit lediglich aus unwissenden und zudringlichen Außenseitern bestehe. Und damit liefert er interessanterweise nicht etwa ein Zerrbild von einer Verfallsform der Demokratie, also einer aus den Fugen oder aus dem Lot geratenen Demokratie, sondern für ihn ist Demokratie per se Scheindemokratie und Manipulation ihr natürliches Verfahren. Lippmann bewunderte auch den Vorteil zentraler politischer Beeinflussung der Massen nach dem Vorbild des Politbüros der Sowjetunion, denn die Öffentlichkeit könne durch Manipulation für politische Ziele gewonnen werden, die sie im Grunde ablehne. Manipulation der Massen sei notwendig, da, Zitat, das Interesse des Gemeinwesens sich der öffentlichen Meinung völlig entzieht und nur von sogenannten verantwortlichen Männern getragen werden dürfe. C. Manipulation als Kriegswaffe. Die Psychologie und Soziologie im 20. Jahrhundert, insbesondere der Behaviorismus, dessen Ziel laut einem der Gründerväter des Behaviorismus, John B. Watson, die Vorhersage und Kontrolle von Verhalten war, hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer regelrechten angewandten Manipulationswissenschaft ausgewachsen. Die planbare Umsetzung von verhaltensbiologischen Erkenntnissen wurde, um nur drei Beispiele aufzuzählen, im Council on Foreign Relations seit 1921 in Kurt Lewins Drei-Phasen-Modell der Re-Education der Deutschen nach 1945, in den Macy-Konferenzen zur Sozialkybernetik 1946 bis 1953 oder auf dem Kongress für kulturelle Freiheit 1950 bis 1969 diskutiert und in der Politik der USA und später dann der NATO direkt implementiert. Berühmt geworden sind die sogenannten Milgram-Experimente der 60er Jahre, über die ihr Erfinder Stanley Milgram seinerzeit schrieb, Zitat, unsere Untersuchungen befassen sich ausschließlich mit der Form des Gehorchens, die ein Mensch von sich aus entgegenbringt, ohne die geringste Anwendung von Druck oder Drohung. Im US-Sprachgebrauch hat sich dafür der Begriff Softpower eingebürgert. Ausgefeilte Softpower-Techniken, also unsichtbare Techniken zur Durchsetzung von Machtinteressen, die ohne Einsatz physischer Gewalt auskommen, werden deshalb nicht wahrgenommen, weil sie in gewisser Weise wie psychoinvasive Viren wirken, die im Tarnkappenmodus die Bewusstseinsschwelle unterlaufen. In diese Schublade der Massenmanipulation gehört auch das Social Engineering, Techniken des Rückgriffs auf bekannte menschliche Schwächen, um Verhalten vorhersagbar zu steuern. In der sowjetischen Militärpsychologie hat das ganz früh, auch in den 20er Jahren, schon reflexive Kontrolle geheißen. Also einen anderen Menschen oder Großgruppen, Staaten, Bevölkerungen kontrollieren zu können über ihre Reflexe, über das, was sie typischerweise sozusagen als Schwäche zeigen, worauf sie sofort anspringen. Heute würde man vielleicht sagen, die Triggerknöpfchen, worauf Menschen reagieren.
In diesem Zusammenhang des Social Engineering lässt sich ein besonderes Phänomen beobachten, und zwar die Selbstanwendung der Social Engineering-Techniken auf sich selbst. Die Alternativjournalistin Aya Velasquez hat festgestellt, sie bringt dann ein konkretes Beispiel, beispielsweise das Bundesamt für Informationssicherheit auf der entsprechenden Website über das Phänomen Social Engineering informiert, dann wird etwa auf Phishing-Methoden im Internet hingewiesen und damit nur auf einen sehr, sehr schmalen Aspekt des gesamten Phänomens. Da ginge es dann um die berüchtigten Enkeltricks oder darum, dass man aufpassen soll, wem man im Internet seine sensiblen Daten anvertraut. Social Engineering wendet sich also auf sich selbst an. Der Blick wird verengt auf ein offensichtlich oberflächlich für jeden deutlich problematisches Phänomen, also Datenmissbrauch im Internet. Und dadurch wird, so wie Velasquez kommentiert, Zitat, da denkt sich Otto Normalo dann, so naiv bin ich nicht, auf solche Tricks falle ich ja nicht rein. Das Thema ist dann für ihn abgehakt. Er wird sich mit Social Engineering nicht weiter beschäftigen und nicht mitbekommen, wie er in die nächste Impfkampagne hineingenatscht wird. Oder wie er vom Tagesspiegel dazu gebracht wird, Regierungskritiker, die sogenannten Schwurbler, zu hassen. Alle diese neueren Methoden aus der amerikanischen Verhaltensforschung, also alles englischsprachige Begriffe, kein Wunder, Re-Education, Social Engineering, Nudging, Framing, Predictive Programming, Pre-Bunking und so weiter, lassen sich unter das große Dach der militärpsychologischen Operationen, PsyOps, subsumieren. Von vornherein arbeitete die empirische Sozialforschung in den USA nicht nur mit dem Militär und dem Militärgeheimdienst zusammen und wurde großteils aus deren Quellen finanziert, sondern verstand ihren Auftrag explizit als Waffe in beiden Weltkriegen und im Kalten Krieg. Interessant ist, dass die frühen Hollywood-Filme und Spielshows bereits eingebettet in eine dezidierte psychologische Kriegsführung waren. Lutz Dambecks Film Over Games von 2015 gibt davon, ein langer Film, davon ausführlich Auskunft. Dass der Film vom Sender Arte ausgestrahlt wurde und im Mainstream rezipiert werden konnte, liegt womöglich daran, dass er selbst im massenmanipulationskritischen Framing nie wieder Hitler, also wenn wir Manipulation vermeiden, dann kommen wir sozusagen, haben wir das Glück, nie wieder Faschismus erleben zu müssen. Das ist das Framing, worin der Film selbst operiert. Also betreibt er seinerseits Social Engineering. Im NATO-Sprachgebrauch hat sich die Bezeichnung PsyOps durchgesetzt für die Hauptstrategie der Psychological Warfare. Hiermit bezeichnet man alle Methoden und Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens der gegnerischen Streitkräfte und der Zivilbevölkerung. Seit langem schon, also im Grunde seit 100 Jahren, wird durch gezielte Desinformation Einfluss auf die strategischen Erwägungen des Gegners genommen. Für die Bevölkerung werden bestimmte Narrative langfristig vorbereitet. Und das funktioniert dann so, dass man zuerst bestimmte Ereignisse, bestimmte Schrecknisse als eine Art Testballon loslässt. Also in den Corona-Maßnahmen konnte man das deutlich beobachten. Es wird irgendein Experte zitiert, der gesagt hat, jetzt müsste sozusagen eine flächendeckende Impfpflicht durchgesetzt werden. Aufschreck, Aufschrei, Angst, Reaktionen der Politiker, Reaktionen in den Medien und dann flaut es wieder ab. Dann ist das Thema Impfpflicht erstmal vom Tisch, weil irgendwelche politischen Entscheidungen scheinbar bewirkt haben, dass es doch nicht durchgesetzt wird. Aber der Testballon ist sozusagen bereits geflogen und ist im Massenbewusstsein punktuell verankert. Und in der nächsten Phase kann dann diese Information, die einmal verankert ist, breit ausgerollt werden. Dieses Verfahren nennt man Predictive Programming. PsyOps sind interessanterweise ein regulärer und öffentlich im Internet einsehbarer Bestandteil der US-Verteidigungsstrategie. Der Amerikanist und Motivationsforscher Jonas Tögel hat in seinem heuer neu erschienenen Buch Kognitive Kriegsführung, neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO, die aktuell fortschrittlichste Form der Manipulation geschildert. Soweit ich weiß, liegt das drüben auch
in den Verlagsräumen als käufliches Exemplar stapelweise auf. Das ist erkennbar daran, es war nicht ein ausgesprochen cleveres Buchcover, das außen drauf so ein psychologischer Rohrschachttest, das kennt man vielleicht, das sind so wie Tintenkleckse, die geklappt werden, wieder auseinander und dann muss der Proband irgendetwas aus seinem Unbewussten sozusagen in diesem Bild erkennen und auf diesem Buch außen drauf ist ein Tintenklecks-Motiv, das fatal an ein Kriegsflugzeug, also einen Kampfjet erinnert. Und in diesem Buch, das ich jetzt zu teilen, erstmal referieren und dann auch kritisieren will, schreibt Jonas Tögel, seit dem Jahre 2020 betreibe die NATO eine neue Form der psychologischen Kriegsführung, die sogenannte kognitive Kriegsführung, Cognitive Warfare. Diese nehme die Psyche eines Menschen direkt ins Visier mit dem Ziel, das menschliche Denken wie einen Computer zu hacken. Die zugrunde liegende Wissenschaft von der Manipulation kennzeichnet ein Hardcore-Materialismus, der das Leib-Seele-Problem nicht mehr kennt. Offiziell wird noch nichts darüber verlautbart, dass mit RFID-Chips, Nanopartikeln im menschlichen Blutkreislauf, Genveränderungen, etwa durch mRNA-Injektionen oder neurowirksame Psychopharmaka in Lebensmitteln oder im Trinkwasser, die alte Grenze zwischen Physis und Psyche bereits überschritten wird. Doch geben die, wie gesagt, öffentlich einsehbaren NATO-Strategiepapiere und Konferenzen wie eine offene Verschwörung davon derartig berät Auskunft, dass man dies als, wieder mit einem Begriff aus der amerikanischen psychologischen Kriegsführung, als Limited Hangout bezeichnen kann. Limited Hangout bedeutet das Preisgeben eines unwichtigen oder veralteten Teils der eigenen Operationen, um mit den entscheidenden Teilen ungestört fortfahren zu können. Man hat ja sozusagen nichts zu verbergen. Ein typisches Beispiel für Limited Hangouts ist zum Beispiel, dass die CIA zugegeben hat, an früheren Farbenrevolutionen maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Aber jetzt und heute würde man ja von dieser doch recht primitiven Strategie längst abgekommen sein. Ein Narr, wer Schlimmes dabei denkt, denn genau dieses Limited Hangout ist sozusagen das ist eine begrenzte Information. Es wird gesagt, früher haben wir das gemacht oder in diesem Zusammenhang, sowas macht man ja überhaupt noch nicht, die Technik ist noch nicht so weit. Wir hatten das gestern beim Vortrag von Martin Sellner, ist jetzt sozusagen das Smartphone als Schnittstelle eigentlich schon Transhumanismus? Und da lavierte er immer hin und her, einerseits ja, andererseits nein. Und natürlich zu sagen, es ist das längst noch nicht und wir haben es dann erst in der Zukunft mit diesen Problemen zu tun, ist auch ein Beispiel für Limited Hangout. Oder eben diese Idee, dass in den menschlichen Körper mithilfe von materiellen Veränderungen direkt eingegriffen werden kann, kann eben auch auf dieser Ebene als Predictive Programming, so wie ich es eben geschildert habe, verstanden werden. Wenn sich die moderne Kriegspropaganda vor 100 Jahren vor allem auf die Massenpsychologie verlassen hat, die natürlich immer noch unvermindert trotzdem oder parallel angewandt wird, stehen heute, so Jonas Tögel, vor allem die militärische Anwendung der Neurowissenschaften sowie Technologien vom Typ Nanoroboter oder Neurowaffen im Zentrum der NATO-Forschung. Und die zielen allesamt auf das Individuum. Der Gedankenkrieg mittels Softpower-Techniken ist spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg ausgebrochen. Doch finden erst neuerdings direkte Steuerung kognitiver Prozesse in den Gehirnen der anvisierten Adressaten statt. Und zwar, das kann man sich wahrscheinlich leicht denken, vermittels des Internets. Ein wesentlicher Mechanismus, auf dem die kognitive Waffengattung fußt, ist die völlig freiwillige Preisgabe exponentiell steigender Datenmengen durch die Internetnutzer selbst. Tögel schreibt, wir alle gäben unablässig hinter dem für die Empfänger einsehbaren Text, den wir öffentlich oder privat absetzen, einen sogenannten Schattentext von uns. Klickzahlen, Bewertungen, Suchmaschinenverläufe, Schlagwörter, Surfdauer, Käufe, Verlinkungen, auch das Füttern von KI-Maschinen wie ChatGPT, Handyortung, all das, worauf nicht nur Werbealgorithmen zugreifen können, sondern auch Staatstrojaner, darauf spezialisierte Agenturen und Geheimdienste. Verschlüsselungen können, so verstanden, geradezu als Deppensammelstelle dienen. Wer nämlich seine Daten verschlüsselt, das sieht man ja nicht,
den Inhalt, wie es verschlüsselt ist, sondern man sieht die Tatsache, dass jemand sozusagen auf Verschlüsselungen zugreift oder besondere Anbieter nutzt oder das Smartphone unortbar machen will, gerät womöglich just deshalb ins Visier. Der Angriff, der auch und gerade, wie Tögel herausstellt, die eigenen Völker der westlichen Staaten treffen soll, also nicht nur das, was man als Desinformation des Feindes bezeichnet, fortsetzt, kann auf ein komplexes Waffenarsenal vertrauen. Neben den Schattentexten finden sich darin vor allem gezielt aufgebaute Influencer und sogenannte partizipatorische Propaganda in den sozialen Medien. Das Verbreiten präzise auf sie zugeschnittener Inhalte durch die Nutzer selbst. Während nun die meisten, vor allem jungen Nutzer, die Funktionsweise von Algorithmen bereits kennen, also wissen, was ihnen bei einer Suche auf Amazon für andere Bücher vorgeschlagen werden, die sie auch kaufen können beispielsweise, verhält sich dies bei einer der neuesten Waffen anders, dem sogenannten Pre-Bunking. Bekannt ist vielleicht der Begriff Debunking, das ist das, was das Geschäft der Faktenchecker im Internet ist, also Falschmeldungen aufzudecken. Pre-Bunking hingegen, und hier zitiere ich aus einem Artikel, der auf der Netzpräsenz von Norbert Hering, der sich ganz viel mit diesen Problemen befasst hat und immer wieder auf neue Phänomene stößt, die er dann analysiert. Dort hat ein anderer Autor über das sogenannte Pre-Bunking Folgendes geschrieben. Pre-Bunking soll die psychische Einstellung des Empfängers so präparieren, dass er die fragliche Behauptung, also irgendeine Meldung, irgendeine Meinung, eine Information, bereits für falsch hält, bevor er mit ihr in Kontakt kommt. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass im Schulkontext Schüler in einer virtuellen Umgebung selbst Fake News produzieren sollen, in so einer Art Spiel, und sich scheinbar in böswillige Akteure hineinversetzen. Treffen sie dann im Alltag auf eine Nachricht, die derselben Kommunikationsstrategie zugrunde zu liegen scheint, lehnen sie den Inhalt dieser Nachricht von vornherein ab. Genug davon. Die Frage wird immer dringlicher. Was ist es in uns, das uns so ungeheuer empfänglich macht für Manipulation? Warum ist der Mensch so beschaffen, dass er solchen Misshandlungen hilflos ausgeliefert ist? Der vorhin bei meiner Vorstellung genannte Martin Barkow fasst in einem anderen Buch, das er ohne mich geschrieben hat, der Michael-Kampf in Europa, letztes Jahr erschienen, nicht bei Antaios, sondern woanders, einige Gedanken Rudolf Steiners aus den 20er Jahren folgendermaßen zusammen. Zitat: Man kann schon heute sehen, dass die Brüder, damit meint er erstmal ganz allgemein Hintergrundmächte, einen nächsten Schritt der Entichung vorbereiten. Die eigentliche Virtuosität in der Extirpation des Ichs besteht darin, die Menschen jederzeit beliebig umprogrammieren zu können. Und jetzt bezieht er sich sozusagen auf Steiner, der in den 20er Jahren schon geschrieben hat, man will und wird erreichen, dass die Mehrzahl der Menschen nur noch das für gut oder böse halten, was die Regierung im Moment dafür erklärt. Einen eigenen inneren Kompass für ihr Handeln werden diese Menschen nicht mehr haben. Manipulation ist die Verfahrensweise der Entichung schlechthin. Psychotechniken wie Traumatisierung und Retraumatisierung, also das Opfer wieder an die traumatische Erfahrung zu erinnern oder es ihr wieder auszusetzen, Programmierung von Schläfern, Gaslichtern, abhängig machen von Substanzen oder von anderen sozialen Zusammenhängen, Missbrauch, also physischer Missbrauch, sexueller Missbrauch, sonstiger Missbrauch und daraus entstehende schizoide Persönlichkeitsstörungen zerstören die Ich-Funktion der Psyche. Das Böse ist identisch mit seinen wirkenden Kräften. Und das ist ein entscheidender Punkt meiner Überlegungen. Diese wirkenden Kräfte sind das, was die christliche Tradition seit jeher als Dämonen bezeichnet hat. Wenn ich oben die Wirkweise der Manipulation so skizziert habe, dass, ich hatte gesagt, auf das Modell komme ich zurück, dass A mittels bewusstem Zugriff auf das unbewusste Fühlen von B dessen Willen lenkt, woraufhin dessen Denken und Handeln sich von B unbemerkt den Interessen oder Zwecken von A unterordnet, dann entspricht diese Skizze einem Gedanken des heiligen Thomas von Aquin in dessen Summa Theologiae. Dort sagt er, Engel
und zwar sowohl gute als auch böse. Thomas spricht bei Letzteren explizit in diesem Zusammenhang von Dämonen, wirken in der Weise auf den Menschen, dass sie ihn nicht über den Willen lenken können. Denn das kann nur Gott. Insofern ist der Wille frei. Was sie können, ist aber, auf die Sinnlichkeit des Menschen einzuwirken. Seine Gefühle entweder geistig oder psychisch oder physisch zu erregen. Dämonen sind die Urmanipulateure. Ihr gesamtes Sinnen, Trachten und Treiben richtet sich auf nichts anderes. Das, was die moderne Psychologie nach Freud das Unbewusste nennt, hieß in der Tradition die sinnlichen Triebe, die Unternatur des Menschen oder das Fleisch. Diese sinnlichen Triebe sind dem Bewusstsein nicht zugänglich, während der Wille und der Verstand die bewussten Seelenteile darstellen. Wer also einen Menschen führen will, ohne dass diese fremde Führung bemerkt und abwehrt, weil sie gegen seinen Willen geschieht, muss sich also in dessen Unternatur einschleichen, sein Fleisch erregen. Dies ist freilich nicht auf Sexualität beschränkt, wenngleich Sexualität den Dämonen als vortrefflich geeignete Sollbruchstelle beim Menschen erscheint. Dieser jemand, der also den Willen eines anderen lenken will, kann ein anderer Mensch sein, ein direktes Gegenüber, wie ich oben unter A beschrieben habe, oder es handelt sich um manipulative Zusammenhänge im Sozialen, das ist das, was ich unter B beschrieben habe, oder eben regelrechte wissenschaftliche Methoden in der Kriegsführung, in der von der NATO sogenannten Human Domain, also im menschlichen Bereich der Kriegsführung. Gemeinsam ist dieser Klimax, also es steigert sich vom Zwischenmenschlichen aufs Soziale hin auf eine Wissenschaft der Manipulation, das Prinzip, die Fremdbestimmung des Willens eines Opfers durch Missbrauch von dessen Gefühlen und Trieben. Jonas Tögel beschließt nun sein Buch mit einem Kapitel, in dem er seinen Lesern Wege weisen will, wie sie als Einzelne die Manipulationswaffen der kognitiven Kriegsführung neutralisieren können. Und auf diesen Bereich, was kann der Einzelne dagegen tun? Nicht, wie kann man es politisch abwenden oder selbst nutzen, will ich auch meinen Schwerpunkt legen. Logischerweise ist die Kenntnis derselben, also der Manipulationstechniken, bereits der erste und entscheidende Schritt. Da sie im Dunkeln auf das Unbewusste wirken sollen, verlieren sie, ans Tageslicht des Bewusstseins gezerrt, einen Großteil ihrer Wirkung. Doch bloßes Wissen bedeutet nicht umsetzen können. Davon kann jeder Lehrer und jeder Ethiker ein Lied singen. Der Motivationsforscher Tögel ist an dieser Stelle trotz eifrigem Bemühen meines Erachtens ziemlich geliefert. Er will nämlich mehr anbieten als Aufklärung, also als eine ihrerseits rein kognitive Strategie, als Gegenstrategie zur kognitiven Kriegsführung. Denn Aufklärung über das Thema Manipulation mithilfe von Büchern, Videos oder Vorträgen hat den Pferdefuß, dass die allermeisten Zuschauer oder Zuhörer verständnisinnig nicken werden. Aber die Manipulierten sind immer die anderen, also die Gesellschaft oder die Social-Media-Nutzer, die Mainstream-Gläubigen, die Schlafschafe und so weiter. Tögel schreibt, Zitat, es stimmt und ist in der psychologischen Forschung gut belegt, dass man selbst die eigene Anfälligkeit für Manipulation gerne unterschätzt, während man sie bei anderen überschätzt. Diese Tatsache wird auch als Dritte-Person-Effekt, Third-Person-Effekt bezeichnet. Also der andere ist immer der Manipulierte, das Volk da draußen, die große Masse, die Menschen, die Internetnutzer sind das Problem. Auf sich selbst kommt man so schnell nicht, weil man ja so vieles schon verstanden und eingesehen hat. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge nicht, drückt es der Christus der Bergpredigt aus. Denn alle Aufklärung über Manipulationstechniken bewirkt nichts, wenn der Einzelne den Balken im eigenen Auge stecken lässt. Er muss dann blind bleiben für Tögels Ratschläge. Und jetzt kommt eine Reihe von Ratschlägen, die der Jonas Tögel in seinem Schlusskapitel bringt. Dort schlägt er etwa vor, die helle Seite der Softpower in Form von Motivationstechniken zu nutzen oder sogar den Begriff Empowerment, der, denke ich, unser einem eher bekannt ist als eine merkwürdige woke Psychonummer,
für sich zu nutzen. Oder ein weiterer Vorschlag, da zitiert er den nach freudianischen Psychologen C.G. Jung, das Aufwachen aus der Manipulation für sich neu zu framen. Und Jung hat an einer Stelle geschrieben, ich bin das, was ich entscheide zu werden. Das passt auch zu den Empowerment-Techniken. Ich will das sein, was ich sein will und ich lasse mich nicht beeinflussen. Diese Art von beinahe selbsthypnotischer Psychotechnik sozusagen zu nutzen, ist Tögels Vorschlag. Er zitiert weiter C.G. Jung mit den Worten, etwas salbungsvoll, nur wer in sein Herz blickt, sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Wer nach außen blickt, schläft, wer nach innen blickt, der wacht auf. Klingt vielleicht gut, aber aus christlicher Sicht ließe sich dagegen deutlich Einspruch erheben. Denn der Mensch ist eben nicht das, was er selbst entscheidet zu werden. Da mag er noch so sehr nach innen blicken und sich selbst erkennen wollen oder sich von außen in einer Bedrohungssituation befinden. In sich selbst allein findet er weder das Kriterium für die Entscheidung zur Entfernung des Balkens aus dem eigenen Auge, noch die Hilfsmittel, wie er dies umsetzen könnte. Und hier kann die Interpretation von Manipulation als Wirkweise der Dämonen meines Erachtens weiterhelfen, um die deutlich klaffende Lücke zwischen dem Erkennen der Manipulation im Außen und dem ständigen Wirken der Manipulation auf das Innen zu schließen. Der Mensch ist nämlich seit dem Sündenfall prinzipiell von Dämonen umzingelt. Insofern ist es auf der einen Seite etwas völlig Gewöhnliches. Es ist eben die Natur oder die Unternatur des Menschen, dass unser Wille derartig belagert, bezirzt, verführt, getriezt, unterwandert, mattgesetzt und ausgetrickst werden kann. Dämonen vermögen nichts anderes, als sich mannigfaltigster Psychotricks zu bedienen. Das ist nämlich ihre Natur. Nicht jede Sünde ist dämonisch bewirkt. Aber solche, die auf der Ausschaltung des eigenen Willens beruhen. Und hier habe ich mich gestützt auf ein sehr seltsames, vollständig vergessenes Werk von einem Theologen namens Egon von Petersdorf. Das ist 1940 erschienen in zwei Bänden, heißt Dämonologie und hat damals auch das Imprimatur, also die Druckerlaubnis der katholischen Kirche erhalten. Ist in diesem Sinne sozusagen ein glaubenskonformer Text und keine esoterische Sondermeinung. Und der Petersdorf beschreibt umständlich, detailliert sozusagen das Wirken und auch die Wirkungsgeschichte, man kann sogar sagen zum Teil geistesgeschichtlich, den Topos der Dämonen oder der Besessenheit und Umsessenheit beim Menschen in der Geschichte und sehr konkret aber auch die Wirkweise. Und die erinnert sehr verteufelt an das, was wir mit Manipulationen und Manipulationstheorien hier die ganze Zeit und eben seit 100 Jahren in der Psychologie rauf und runter deklinieren. Zitat, wenn ich meinen freien Willen aufgebe und ihn nicht ausdrücklich auf Gott, den Herrn, und nicht, noch einmal, wenn ich meinen freien Willen aufgebe und ihn nicht ausdrücklich Gott, dem Herrn, aufopfere, so muss ich gewärtig sein, dass sich ein geschöpflicher Wille einschaltet und die Führung zu übernehmen sucht. Es entsteht dann der Zustand der Willenshörigkeit, sozusagen eine freigewollte Unfreiheit. Der Wille bleibt noch tätig, aber im Dienst eines fremden Herrn. Er tut den Willen eines anderen. Ist einmal dieser Anfang gemacht, so kann die Aufgabe des Willens bewusst oder unbewusst bis zur völligen Ausschaltung gesteigert werden. Dann wird der eigene Wille zur Untätigkeit eingeschlossen, gelähmt und gebannt und der fremde Wille setzt sich an seine Stelle und übernimmt dessen Tätigkeit. So, was hat das jetzt mit mir, nicht ich als exponierte Caroline Sommerfeld, sondern mit mir als Individuum, als Wesen, das von Denken, Fühlen und Wollen, also von Verstand, Wille und Gefühl bestimmt ist. Wenn man sich einmal traut, in der Gewissenserforschung oder im vertraulichen Gespräch wirklich in den eigenen Gefühlshaushalt hinunterzusteigen, wird man sich fragen, was man eigentlich unterhalb der kognitiven Oberfläche alles insgeheim empfindet. Da wird man fündig werden, da tummeln sich die Dämonen. Und zwar gerade dann, wenn die Fragen, die ich dem eigenen Gewissen stelle oder
offen ausspreche, bloß scheinbare Kleinigkeiten, wie meine typischen Reaktionsmuster, meine Wünsche, meine Interessen und meine Triggerknöpfchen betreffen und nicht so etwas wie die kognitive Kriegsführung im geopolitischen Hybridkrieg. Das ganz Große ist das ganz Kleine und andersherum. Das heißt, die Wirkmechanismen der großen Manipulationswaffe der NATO im Hybridkrieg sind genau die Wirkmechanismen, die es in mir, in meiner eigenen Psyche dazu bringen, dass ich auf gewisse Reflexe zuverlässig reagiere, auf gewisse Reize zuverlässig reagiere. Deshalb ist es einerseits so normal und so menschlich, der ständigen Wirkung der Dämonen ausgesetzt zu sein, andererseits so pervers und unmenschlich, ja, widermenschlich, wie es eben nur das Böse sein kann. Es ist, das ist mir wichtig anzumerken, Menschen unmöglich, die Manipulation aus der Welt zu schaffen. Wer suggeriert, dass wir uns mit dieser oder jener Methode davon befreien können, sollte mit Argwohn beobachtet werden, im Hinblick auf seine Motive. Meine These wäre, es ist das altbekannte Böse, das viele Abstufungen und Wirkweisen kennt und nun seit 100 Jahren den Menschen mit besonderer Kraftaufbietung, man könnte vielleicht sagen mit letzter Kraft, aber das hat so eine Endzeit-Nebenbedeutung, die ich nicht hier besonders betonen will, mit besonderer Kraftaufbietung dazu bringt, sich Behaviorismus, Re-Education, Framing Manuals und Cognitive Warfare auszudenken und das den Menschen dazu bringt, diesen Versuchen in seine Seele einzudringen, immer mehr zu erliegen, immer willfähriger zu werden, sich freiwillig zu unterwerfen, ohne es auch nur zu ahnen. Es gibt jedoch gegen das altbekannte Böse ein Hilfsmittel und das ist die Scheidung der Geister. Dieses Hilfsmittel anzuwenden ist alles andere als einfach. Sicher handhaben kann es womöglich nur ein Heiliger. Die übrigen Menschen können bloß die ersten Handgriffe mühsam erlernen, weswegen es eben unmöglich ist, das manipulationsbefreite Paradies auf Erden zu errichten. Der Apostel Johannes formuliert es so: Traut nicht jedem Geist, nein, prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Mit Geister ist jetzt tatsächlich nicht etwa Spirits wie sozusagen Gespenster gemeint, logischerweise, sondern es ist sozusagen alles das, was als Macht, als Einfluss, als jemand, der einen beeinflussen will, auf den Menschen einwirkt. In den Exerzitien des heiligen Ignatius von Loyola aus dem 16. Jahrhundert ist diese Unterscheidung der Geister die zentrale Übung. Da schreibt er: Ich setze voraus, dass es dreierlei Gedanken in mir gibt. Solche, die mein eigen sind und allein meiner Freiheit und meinem Willen entspringen, während die anderen beiden von außen kommen, der eine vom guten, der andere vom bösen Geist. Diese Übung, also die Scheidung der Geister, als eine Form der Selbstprüfung oder des Gebets, der Gewissenserforschung, ist eben niemals rein kognitiv. Denn beim Hinuntersteigen in die Abgründe der Seele empfinde ich entweder rege Abscheu gegenüber meinen Empfindungen, die ich hatte oder auch gar solchen, die ich noch immer habe, oder aber Wiederholungslust. Wenn ich unerbittlich prüfe, welche meiner scheinbar noch so legitimen Gedanken und Handlungen vielleicht vom bösen Geist stammen könnten, finde ich ihre Motive da unten in meiner Seele. Hass, Angst, Zorn, Herrschsucht, Dünkel, Eigenliebe. Die Aufzählung klingt jetzt so dahergesagt, aber man könnte mit jedem einzelnen Motiv konkrete Reaktionen auf Manipulationsversuche verbinden. Jetzt komme ich zum Schluss. Versuchen Sie mal nicht sofort auf die jetzt folgenden Beispiele anzuspringen. Eben diese Motive, die ich gerade genannt habe. Also Hass, Angst, Zorn, Herrschsucht, Dünkel, Eigenliebe könnten mich unterhalb meines Willens dazu gebracht haben, ein geiles russisches Kriegspropagandavideo zu teilen, die genaueste Schrittzähler-App oder Instagram zu installieren, Tribunale für satanische Pädoeliten zu fordern, einem politischen Hoffnungsträger in den sozialen Medien zu folgen, bei Kampagnen gegen das Virus oder die Genspritze mitzumachen, als letzte Generation von links oder von rechts auf die Straße zu gehen, Linke, Neger, Moslems
und die dekadente Masse des eigenen Volkes loswerden zu wollen. Oder gar zu glauben, ich sei nicht manipulierbar. Dankeschön. Applaus